Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Wir haben heute ein sehr warmes Thema und zwar Teddyplüsch. Der Jahreszeit entsprechend oder ganz einfach, weil das Kind es bedarf, weil ich sozusagen ein Kaltfuß zu Hause habe, greift man ja manchmal auch schon ein bisschen eher zu den warm gefütterten Schuhen. So, und da fragt man sich wahrscheinlich schon alleine, was gibt es denn dann eigentlich für Fütterungsarten? Also wir haben das sogenannte Warmfutter, über das wir heute sprechen. Und was natürlich, ich sage mal, am meisten verwendet wird, ist der sogenannte Teddyplüsch. Teddyplüsch ist sozusagen ein Schaffell ähnelnder Webpelz. Man sieht es hier zum Beispiel sehr schön, ist sehr hochflorig oder flauschig, sagen wir mal so. Eine schöne aufgebauschte Oberfläche, die sozusagen dadurch, dass sich ja Wärme oder warme Luftschichten zwischen diesem Hochflor mit speichert, damit kommt sozusagen die Wärmehaltung zustande. Was bei dem Webpelz natürlich, und daher kommt auch der Name, dass es kein gewachsenes Fell ist oder kein Pelz ist in dem Sinne, sondern es ist gewebt. Und das kann man immer sehr schön erkennen, wenn man zum Beispiel jetzt hier den Flor beiseite schiebt und man kommt dann auf diesen gewebten Untergrund. Wir zeigen das auch nachher nochmal in der Nahaufnahme, da sieht man das nochmal richtig schön. Und es heißt auch nicht unbedingt, dass ein Webpelz sozusagen weiß sein muss oder hell. Der kann also in den verschiedensten Farben eingefärbt werden und hat dadurch, weil es eben halt auch aus synthetischen Fasern besteht, einen sehr schönen Wärmeeffekt. Manche Füße reagieren allerdings auf synthetische Fasern sehr stark mit Schwitzen. Dann muss ich immer wieder sagen, auch hier ist es ein Vorteil, zum Beispiel damit, er nimmt zwar auch schnell die Feuchtigkeit auf, gibt sie aber genauso schnell auch wieder ab. Das heißt, es ist ein schnell trocknendes Material. Auch hier wieder kann ich wieder für Schwitzefüße immer diesen Tipp mitgeben. Wenn ihr merkt, der Schuh ist innen drinnen leicht feucht, hat das nicht immer damit was zu tun, dass der Schuh sozusagen undicht ist, dass also Wasser hineingekommen ist, sondern dann hat es einfach mit der Feuchtigkeit des Fußes zu tun. Und das ist ja schon bei Kinderfüßen recht stark, weil man muss ja immer davon ausgehen, selbst die Kleinen, hier Minifüße, haben dieselbe Anzahl Schweißdrüsen wie wir Erwachsenen an den Füßen. Das bedeutet immer, wenn der Fuß wächst, da komme ich plopp, plopp, plopp aus dem Universum, irgendwelche neue Poren hinzu. Nein, das ist alles schon da und es funktioniert. Das bedeutet also, wenn ich so einen kleinen Fuß habe, der schwitzt, dann kommt natürlich hier mehr Feuchtigkeit zustande. Und da sprechen wir noch nicht vom erwachsenen Schweißfuß, sondern es ist ganz normal. So, und hier haben wir eben halt wirklich ein schönes, wärmendes Material, womit man sozusagen die Körperwärme von innen länger mit nach draußen ziehen kann. Bei aktiven Kindern ist Wärme an den Füßen überhaupt kein Problem. Meistens ist es dann bloß das Thema, wenn das Kind noch nicht regelmäßig läuft oder ein Laufanfänger ist in dem Sinne, dann geht man meistens schon rechtzeitig auf sowas Wärmendes mit rüber. Bei aktiven Kindern geben wir immer die Empfehlung, bitte erst im einstelligen Bereich, ansonsten schwitzen sich teilweise Kinderfüße tot da drinnen. Ist aber, ich erwähne es immer wieder, abhängig von der eigenen Körperwärme, habe ich einen Vulkan zu Hause oder habe ich eine Prinzessin Frostfuß. So, auch damit haben wir wieder einen Beitrag geleistet, dass ihr wisst, was in den Schuhen verarbeitet wird. Webpelz, dadurch, dass es relativ kostengünstig ist, würde ich mal schätzen, wird bei gut 70% der Anbieter verwendet. Und auf die nächsten Inhalte oder Fütterungsstoffe kommen wir in einem der nächsten Videos nochmal zu sprechen. Ich fand es interessant. Was sagt ihr? Wir würden uns freuen, von euch zu hören oder zu lesen. Und dann verbleibe ich gerne bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten interessanten Thema. Bis dann!